Norbert Hofer ist der Nächste am Wort. 3 Minuten gewünschte Redezeit. Bitte sehr. Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin, meine Damen und Herren, wenn man sich die Zeit nimmt und wenn man es sich antun will, man sieht sich die Protokolle des Hohen Hauses an, dann stößt man irgendwann auf jene Protokolle, wo wir die letzte Novelle zum Ökostromgesetz beschlossen haben. Und da waren ähnliche Wortmeldungen an der Tagesordnung. Ein gutes Gesetz, verantwortungsvoll, wird den Ökostrom, erneuerbare Energien in Österreich weiterbringen. Die Realität hat anders ausgesehen. Es ist in dieser Zeit kein weiteres Windkraftwerk mehr in Österreich gebaut worden. Sie haben dankenswerterweise diese Tabelle präsentiert. Ja, Windkraft wird in Zukunft nicht mehr subventioniert werden müssen. Warum? Weil sich die Strompreise nach oben entwickeln und erneuerbare Energie wie Windkraft vergleichsweise günstiger wird. Das Gleiche werden wir erleben im Bereich der Photovoltaik, wo mit steigenden Stückzahlen natürlich diese Photovoltaikzellen günstiger werden. Aber das ist deswegen ganz besonders schade, dass es Werke gibt wie Blue Chip Energy, die 99% ihrer Produkte exportieren. Also tolle Firmen, die hier in Österreich Arbeitsplätze schaffen, Wertschöpfung sicherstellen, aber keinen Absatzmarkt finden. Und ich höre auch immer wieder das Argument, die Förderung erneuerbarer Energie geht zulasten des Stromkunden, zulasten der Haushalte. Meine Damen und Herren, das ist aus zweifacher Hinsicht falsch. Erstens zeigen uns die Erfahrungen aus Deutschland, dass aufgrund des Funktionierens der Leipziger Strombörse und des sogenannten Merit-Order-Effekts diese erneuerbaren Energiequellen strompreisdämpfend wirken. Strompreisdämpfend wirken. Ja, Herr Kopf. Ja, natürlich. Das gilt natürlich nicht für jeden zusätzlichen Strom, Herr Kollege Kopf, nur für jenen, der auch dementsprechend günstig angeboten werden kann. Also, Sie können natürlich sagen, ja, machen wir so, importieren wir weiterhin Atomstrom. Und ich möchte auf eine Entwicklung aufmerksam machen, die ganz, ganz wesentlich ist. Und das ist für mich auch der Grund, warum ich diese Novelle des Ökostromgesetzes nicht für gut heißen kann. Wir werden ab dem Jahr 2010 eine Entwicklung erleben, wo der Stromverbrauch in Österreich massiv ansteigen wird. Schon jetzt ist es so, dass wir leider immer weniger Strom aus eigenen erneuerbaren Quellen nutzen können. Immer weniger, immer weniger. Ich glaube, wir sind jetzt bei 58% bei der Wasserkraft. Ab dem Jahr 2010, meine Damen und Herren, werden namhafte Unternehmen mit neuen PKWs auf den Markt kommen. Die Firma GM sperrt 4 Werke in den USA zu, bringt ein neues Auto heraus, den Volt, das elektrisch betrieben wird. 50 Kilometer Reichweite, bei längeren Strecken schaltet sich ein Verbrennungsmotor mit Generator dazu. GM. Zweite Firma Mercedes bringt im Jahr 2010 serienreif ein Auto auf den Markt, ebenfalls elektrisch betrieben, und auch über die Tochter Smart wird so ein Fahrzeug angeboten werden. So, das heißt aber auch für uns, dass natürlich immer mehr Österreicher auf solche Fahrzeuge zugreifen werden, weil die Betriebskosten pro Kilometer hier nur 2 Cent betragen. Und wenn Sie das vergleichen mit den Kosten, die wir haben bei einem Dieselmotor, bei einem Verbrennungsmotor, dann ist es sehr, sehr günstig. Das heißt, immer mehr Österreicher werden auf diese Fahrzeuge zugreifen. Das heißt, der Stromverbrauch wird ab dem Jahr 2010 kontinuierlich und massiv ansteigen. In 25 Jahren, meine Damen und Herren, werden 80% aller Fahrzeuge im Bereich des Individualverkehrs elektrisch betrieben sein. Und hier müssen wir sehr weit vorausdenken. Und deswegen glaube ich, dass der Weg, den Deutschland mit dem EEG gegangen ist, der bessere Weg ist. Ohne Deckelung, mit Investitionssicherheit für den Betreiber. Ich glaube, das wäre der bessere Weg. Ich gebe zu, dieses Modell kostet in den ersten Jahren Geld, aber ich glaube, dieses Geld rechnet sich. Und ich gehe davon aus, dass wir schon sehr bald, vielleicht zu Beginn der nächsten Legislaturperiode, das auch erkennen werden und es dann wieder eine Novelle des Ökostromgesetzes geben wird. Aber, meine Damen und Herren, wir beschließen jetzt mit 2/3 Mehrheit. Und ich frage Sie, werden die künftigen Koalitionsparteien nach dieser Wahl auch eine 2/3 Mehrheit haben? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Es wird wesentlich schwieriger werden, in Verhandlungen eine dann wahrscheinlich wieder notwendige, sinnvolle Novelle des Ökostromgesetzes zu erreichen. Wir sind sehr dafür, uns am Modell Deutschland zu orientieren, ein EEG zu beschließen für Österreich. Und lassen Sie mich ganz am Schluss noch auf eines aufmerksam machen, das bisher übersehen worden ist bei diesem Ökostromgesetz. Wir haben Finanzexperten bestätigt, dass es dringenden Korrekturbedarf gibt, weil in dem Moment, wo ich als Privatperson, Privathaushalt Strom in das Netz liefere gegen Entgelt, ich einkommensteuerpflichtig bin. Und das ist derzeit nicht berücksichtigt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein
tüchtiger Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes das auch erkennt und das einfordert oder bis jemand eine Anzeige erstattet. Ich bitte Sie sehr, sehr dringend, das zu prüfen und sicherzustellen, dass jene, die Energie ins Netz einspeisen, dann nicht auch noch bestraft werden, weil sie Einkommensteuer zurückbezahlen müssen. Frau Staatssekretärin, es ist heute auch erwähnt worden, dass die Opposition kritisiert, aber keine Vorschläge einbringt. Ich lege größten Wert darauf, dass Oppositionsparteien, die Kritik üben, auch zeigen, welchen Weg sie beschreiten wollen. Wir haben zu diesem Thema ein Buch herausgegeben, das ich Ihnen gerne überreichen will.